Kapitel 30 Aus dem Schlechten Gutes ziehen. Obwohl der Aufzug sich nur um eine einzelne Ebene hinabbewegte, fühlte es sich an, als würden Stunden vergehen. Nicht einmal Mashadow hatte dem Sieg beiwohnen können. Das altbekannte Klingeln nahm keines der drei Pokémon wirklich wahr. Wie in Trance verließen sie alle den Aufzug und traten vor die Tür des geschlossenen Büros. Nach kurzem Zögern klopfte Aurora, obwohl sie bereits Stimmen aus dem Inneren vernahm. Kel, bleib erst einmal zurück. Ich möchte Amagaga die Lage kurz erläutern, bevor er die Rüstung sieht. Das Akani nickte bloß, wobei sein Helm leise klirrte. Herein. Aurora öffnete die Türeinspalt und betrat das Büro. Elementara verblieb außerhalb, zusammen mit Kel. Als das Vulnona zum wiederholten Male einen bekannten Ort betrat, war sie recht froh zu sehen, dass Amagagas Gesprächspartner tatsächlich ihr Teamkollege Mashadow war. Aurora, da bist du. Du und Kel waren auf einmal beide weg, ohne mir etwas zu sagen. Es tut mir leid, aber es gab Wichtiges zu tun. Sie nahm einen tiefen Atemzug. Amagaga, Epsilon ist besiegt. Nicht nur der Ligagründer wirkte völlig perplex, sondern auch Mashadow. Was? Wie? Aurora, erkläre, was du meinst. Ist das dein Ernst? Ihr lasst mich für eine halbe Stunde allein, um kurz Epsilon zu besiegen? Was geht hier vor? Zögerlich begann Aurora zu erklären. Also das Plateauphone hat hier im Turm Großes bewirkt. Ich war oben in der Kuppel zu der Zeit. Ich wollte mit Elementara reden, denn ihr wisst ja, dass es ihr nicht gut ging. Auf einmal kam Keller reingestimmt und sagte, dass er Epsilon enttarnt hätte. Amagaga, es tut mir leid, das Plateau hat Ebene 48 geöffnet. Monagoras hat auf seiner geheimen Ebene die Rüstung Epsilons verborgen. Er hat uns beim Untersuchen gefunden und wir haben gekämpft, aber ohne seine Rüstung hatte er keine Chance gegen Elementara, Kel und mich. Monagoras ist Epsilon. Der Ausdruck in Amagagas Gesicht beantwortete keine Frage, verriet keine Gefühle. Aurora, du solltest wissen, dass es auch Grenzen dafür gibt, was für Scherze ich vertrage. Ich weiß, aber ich scherze nicht. Offensichtlich im Bewusstsein, dass nun eine schwerwiegendere Beweislage hilfreich wäre, betraten Kel und Elementara den Raum. Sofort legte das Arcani die schwere Rüstung ab, welche er immer noch auf dem Rücken getragen hatte. Und reicht dir das, damit du unseren Worten glaubst? Oder möchtest du noch die Falltür auf Ebene 48 sehen, in der dieser Anzug versteckt war? Immer noch wollte Amagagas Ausdruck seine Gedanken nicht preisgeben. Seine schweren Atemzüge, als er sich langsam hinter seinen Tisch begab, sagten jedoch deutlich mehr aus. Für einen Moment stand er nun stumm da, den Blick auf das Holz unter ihm gerichtet. Während Team Polana, Vatra und Elementara auf eine Reaktion des Ligagründers warteten. Nach Sekunden, die sich anfühlten wie eine Ewigkeit, schien die Neutralität des Fossils zu brechen. Mit aller Kraft schlug er auf den Holztisch vor ihn, welcher in zwei Teile brach. Fuck! Wieder atmete er schwer auf, sein Blick nun gefüllt von Trauer. Monagoras, wieso nur? Von all den Pokémon, wieso hast du das getan? Wehmütig blickte er auf, nun auf die Pokémon, welche ihm die Nachricht überbracht hatten. Elementara, Kel, Aurora. Ich danke euch dafür, dass ihr den Schädling aus dem Stamm dieser Liga entfernt habt. Ich muss kein Geheimnis daraus machen. Ich habe keine wirkliche Ahnung, was ich jetzt tun soll, wie ich weitermachen kann. Diese Liga war unser großes Projekt, aber gleichzeitig kann ich sie nicht wegen so etwas aufgeben. Auch wenn Aurora selber wusste, dass ihre Gedanken sehr egoistisch waren, freute sie sich doch sehr über dieses Bewusstsein. Gleichzeitig fand sie nun, wo diese Frage sie nicht mehr quälte, noch mehr Mitgefühl mit ihrem langjährigen Freund. Amagaga, du weißt,
Wenn dich manche Fragen quälen, kannst du Monagoras trotz allem selber fragen. Er ist eingesperrt in seiner Ebene, ohne Schlüsselkarte. Elementara sah ihr Stichwort und legte erwähnte Karte auf dem noch nicht zerstörten Tisch ab. Ja, danke. Ihr werdet bald von mir hören, ja. Ich brauche nur etwas Zeit. Gut. Ohne weitere Worte drehte er sich zum Fenster. Offensichtlich nicht an einem weiteren Gespräch interessiert. Team Nordicas Leiterin blickte Aurora fragend an, doch diese schüttelte den Kopf. Sie wusste, woran Elementara dachte. Nachdem sie heute bereits ein solches Gespräch mit der Spitzensportlerin geführt hatte, hätte sie theoretisch die Chance, nun auch Amagaga zu beruhigen. Doch auch Aurora sah, dass das, was Amagaga nun brauchte, Zeit war, keine Worte. Deswegen verließen die vier Pokémon wortlos den Raum. Also, ich werde mich dann wieder zu meinem Team gesellen. Bestimmt werden wir uns noch treffen. Und Aurora, danke. Und denk darüber nach, was ich dir sagte, ja? Das regenbogenfarbene Pokémon schwand nun und ließ Team Polarnawatra alleine zurück. Vor allem ließ es Kell und Aurora alleine mit Marshadow zurück. Ist das jetzt wirklich geschehen? Eine halbe Stunde bin ich mal nicht bei euch. Eine halbe Stunde und deswegen verpasse ich den Kampf und Sieg über Epsilon. Das ist irgendwie ironisch. Es gab nicht viel, was seine Teamkollegen ergänzen wollten. Langsam aber sicher begab sich das Team wieder zurück zu Auroras Haus, wo auch Marshadow sich wieder einmal verabschiedete. Als Aurora und Kell nun zu zweit da saßen, war die Stimmung angespannt. Also hast du letztlich doch dein großes Ziel erfüllt, nicht? Ja, pass auf, was du dir wünschst, ansonsten wird es noch wahr. Kurz atmete sie durch. Aber ich habe trotzdem vor, die Plot-Armor zu suchen. Denn was auch immer in deinem Inneren schlummert, ist nicht zusammen mit Epsilon geschwunden. Zumindest nehme ich das an. Also, naja, falls Epsilon überhaupt geschwunden ist. Verwirrt blickte Kell sie an. Wie, was meinst du? Wir haben ihn besiegt, er ist jetzt unser Gefangener. Weißt du, je mehr ich nachdenke, desto eher möchte ich erst einmal abwarten. Erst wenn ich eine sichere Bestätigung habe, werde ich den Sieg feiern. Nicht, dass am Ende Monagoras auch nur ein Teil der Plot-Elite war und die Rüstung für Epsilon versteckt hat oder sowas. Kell, der diese Möglichkeit nicht einmal in Betracht gezogen hatte, wirkte besorgt. An so etwas hatte ich wirklich noch nicht gedacht, aber trotzdem, ich glaube daran, dass wir es geschafft haben. Weniger euphorisch antwortete Aurora. Vielleicht, aber wenn ja, dann werden wir uns weiter um die Liga und die Plot-Armor kümmern. Die Reise ist noch nicht zu Ende, aber für heute ist sie das. Ich leg mich schlafen, bis morgen, Kell. Gerade stand das wohl nun auf und wollte gehen. Allerdings stoppte ihr Teampartner sie noch kurz. Eine Sache noch. Hast du noch Schlafsamen auf Lager? Die du mir gegeben hast, sind alle und ja, die Stimme lässt sich immer noch nicht beirren. Gleichgültig warf sie Kell eine Tasche aus der Ecke zu. Ich hab gebunkert. Erinnere mich nur dran, falls du Nachschub brauchst. Sonst gehen sie uns aus. In der Frühe des nächsten Morgens fand Team Polarnawatra sich schnell im Büro Amagagas wieder. Bereits bei ihrer Ankunft hatte er die drei einberufen. Offensichtlich, um über die Ereignisse des Vortages zu sprechen. Also, Aurora, Kell, ich möchte eure Freude nicht bremsen, aber ich habe schlechte Nachrichten. Wissend sah Aurora das Arcani neben ihr an, bereits vermutend, was sie gleich erfahren würden. Monagoras war nie Epsilon. Auch wenn es den Anschein hatte, ich habe noch einmal mit ihm gesprochen, gestern Nacht. Er gestand, Teil der Plot-Elite zu sein und die Rüstung versteckt zu haben. Allerdings fehlte die Schwertfeder, was für mich schon ein deutliches Zeichen war. Der größte Beweis für seine Aussage ist allerdings ein verachtender Blick des Fossils schweifte durch die Weiten des Büros. Jemand hat in der Nacht die Rüstung gestohlen, anscheinend während des Gespräches. Diese Nachricht kam auch für Aurora unerwartet, als der Fakt, dass Monagoras nicht Epsilon war. Bitte was? Du meinst, irgendjemand ist hier eingedrungen und hat einfach die Rüstung gestohlen?
Erst als ihr die Worte entfleucht waren, merkte Aurora, wie vorwurfsvoll ihre Worte sich wohl anhören mussten. Wenn es nach mir ginge, wäre es auch nicht passiert, aber ich kann es nicht ändern. Zumindest hat es noch eine gute Seite. Wir wissen nun wohl mit Sicherheit, dass es noch jemanden in der Liga gibt, der Epsilon sehr nahe steht. Kaum einer hatte überhaupt schon über diesen Vorteil Bescheid wissen können. Ich gehe davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt außer Team Nordica und uns hier Anwesenden im Prinzip noch niemand Bescheid wusste. Kell zog aus diesen Worten schnell einen Schluss. Aber willst du damit sagen, dass noch jemand von uns ein Verräter ist? Offensichtlich war dies nicht der Gedankengang gewesen, welchen Amagaga verfolgt hatte, denn er wirkte von dieser Vorstellung geradezu gereizt. Niemals. Wer verbleibt, dem können wir vertrauen. Aber vermutlich haben Epsilon selber oder Monagoras jemanden aus der Liga benachrichtigt. Daraus können wir schließen, dass sich innerhalb der Liga vermutlich noch ein Mitglied der Plot-Elite befindet. Wenn nicht gar Epsilon selber. Deswegen gilt es nun, die Augen weiter aufzuhalten. Etwas anderes hatte sowieso kein Teammitglied vorgehabt. Gut, aber Amagaga, wie geht es denn jetzt mit der Liga weiter? Es schien, als würde dem Ligaleiter in diesem Moment noch etwas Wichtiges einfallen. Stimmt, das wollte ich noch. Seid bitte für einen Moment alle ruhig. Inzwischen stand auf dem einzigen noch heilen Tisch das Mikrofon, welches für Durchsagen verwendet wurde. Nachdem es bis zum Vortag noch auf Amagagas ehemaliger Ablage stand. Test, Test. Die Stimme des Fossils hallte aus den Lautsprechern wieder. Einen guten Morgen, Kämpfer. Hier spricht Amagaga, Leiter der Berelischen Kampfliga. Und ich habe große Neuigkeiten. Zunächst einmal, mit der Hilfe von Elementara, die ihr alle kennt, und Aurora und Kell aus Team Polanavatra, konnte gestern ein großes Unrecht aufgedeckt werden. Euer ehemaliger Organisator, mein Teampartner Monagoras, ist nun offiziell kein Mitglied des Team Fossil oder Teil dieser Liga mehr. Die drei Erwähnten deckten seine große Lüge auf und enttarnten ihn als ein Teil von Epsilons Plot-Elite. Für den Moment ist er in diesem Turm verwahrt, bis sich ein besserer Standort findet. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch diese Nachricht schwer trifft, so wie sie es bei mir natürlich auch tat. Und natürlich kann eine derartige Entdeckung nicht ohne Folgen für unsere gesamte Liga bleiben. Jedoch habe ich vor, aus dem Schlechten Gutes zu ziehen. Mit euch gemeinsam. Diese Liga wird nicht nur weiterleben, sie wird heller strahlen als zuvor. Innerhalb der nächsten Tage werde ich mir ein Pokémon zur Seite ziehen, welchem ich genug Vertrauen schenke, damit es die Liga in Zukunft zusammen mit mir leiten kann. Bis dahin stehe ich alleine, werde aber alles geben. Der nächste Oberligaspieltag in 2 Tagen wird trotz allem regulär stattfinden. Sehen wir es nicht als ein Ende, sondern als einen neuen Anfang. Bald werdet ihr erfahren, welches Pokémon euch weiterhelfen wird, anstelle des Verräters, welcher nun seine Macht verlor. Lasst uns gemeinsam aus schlecht gut machen, als Gemeinschaft. Nach seiner doch recht enthusiastischen Rede drückte Amagaga einen weiteren Knopf und beendete die Durchsage. Für Aurora war es etwas überraschend, dass er wahrlich so optimistisch reden konnte, trotz dessen, was er erlebt hatte. Du hast wirklich schon viel über die Zukunft nachgedacht, oder? Natürlich. Und deswegen habe ich mich mit dem, was geschah, abgefunden und kann optimistisch bleiben. Dieser Ort braucht frischen Wind und neue Action. Kell war der Erste, der eine Frage aussprach, die sich wohl die meisten Pokémon der Liga stellten. Und hast du schon eine Idee, welches Pokémon du zum zweiten Leiter machen wirst? Für einen Moment zögerte das Fossil, fand jedoch recht schnell seine Sprache wieder. Nun, ich habe ein paar Ideen, sagen wir es so. Für einen Augenblick glaubte Aurora, dass Amagaga sie direkt anblickte. Die nächsten Tage werde ich einfach nutzen, um mit den 3 Pokémon, die ich im Kopf habe, etwas zu sprechen und mir ein besseres Bild zu machen. Also, ihr 3 solltet euch dann wohl besser auf den nächsten Spieltag konzentrieren. Ich habe gehört, dass eure Gegner es in sich haben sollen. Wenn das so ist, dann machen wir uns dann auf zum Training. Viel Glück dir, Amagaga, und auf dass wir aus Schlechtem Gutes machen. Leise schmunzelte das Fossil. Ja, auf dass wir aus Schlechtem Gutes machen.